Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich lasse das jetzt mit diesem Let's Play Flash Games. Auch wenn ich das eigentlich ganz gut fand, so ganz kleine Videos und so. Ich mache ein ganz neues Let's Play Spielaffe. Es klingt sehr, sehr komisch. Ich werde auch Habbo Let's Playen, aber das kommt dann erst, weil das wird ein Let's Play Habbo Together. Und jetzt spielen wir Spielaffe. Wir werden uns einen Account erstellen und das werden immer so höchstens 10 Minuten Parts, damit das auch recht schnell immer hochgeladen ist. Ich schätze mal 5 Minuten Parts, damit ihr immer mal was zwischendurch zum Schauen habt. Ich habe eben schon mal geguckt, müde Opa nur 24%. Aha. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wir sind neu hier. Ich habe zwar einen Account irgendwann mal erstellt, aber ich habe die Zugangsdaten vergessen. Und ja. Mit Freunden spielen und chatten, das werden wir vielleicht nebensächlich machen. Highscores speichern, wir werden natürlich versuchen, alle Highscores zu brechen. Zumindest, und zwar, also Moment, spannende Duelle bestreiten und wir werden versuchen, die Highscores zu brechen, um Affengeld und Erfahrung zu sammeln. Deine E-Mail. Okay. Gebe ich mal meine Let's Play E-Mail an. Überlege dir einen Nicknamen. German Let's Play Spielaffe. Boah, ja, ist ja eine deutsche Seite. Let's Play Spielaffe. Oh! Spielaffe. Passwort. Wir sind männlich. Nein, natürlich weiblich. Nein, natürlich männlich. Ja. Deine E-Mail. Ja, okay, dann habe ich die wahrscheinlich damals schon mal verwendet. Moment kurz. So, ich habe mir mal eben schnell eine neue E-Mail erstellt, weil ich die anderen E-Mails nicht immer den Preis geben wollte. Habe ich jetzt eine extra Let's Play E-Mail erstellt. Germany zockt Marken Discount. Auch wenn dieses Let's Play albern erscheint. Ich finde es eigentlich ganz lustig, weil ich hier immer freie Auswahl habe, was ich spielen will. Wie gesagt, dieses Let's Play wird eh nicht sehr, sehr lange gehen. Und ja. Ladevorgang. Und ja, Let's Play Spiel davon. Ja, Stufe 1. Ah, okay. Da kann ich ja kurz was trinken. So. Wir können uns hier unseren eigenen Avatar erstellen. Die Haare. Ja, Batos. Batos. Yeah. Nein, das. Ich
hatte letztens mal einen Selbstmordattentäter erstellt, aber ich mache jetzt einfach mal einen ganz normalen. Ja, geil. Da hatte ich einen Selbstmordattentäter mit einem Gaskanister, mit dem Grinsen hier und einem mit so bekloppten Augen. Da gab es doch mal einen, der hatte so einen Zahn. Aber ich habe vergessen, wer. Ah ja, okay, den Mund hatte ich, den Mund hatte ich. Ja, okay. Ist ja eigentlich egal. Ich versuche ihn so, wie mich in Realzocker zu machen. Ja, genau. Ja, kommt die. Bart habe ich eigentlich gar nicht. Ja. Tadeus. Sieht ja nicht mit gar keine viel besser aus. Na, mal gucken. Okay, so. Und dann das ist, weil das bin ich nicht. Also so sehe ich wirklich nicht aus, aber komm, so voll emo-mäßig machen wir den jetzt. Von den Haaren her stimmt es ja, ich habe blonde Haare, aber komm, wir machen den jetzt schwarze Haare. Ey, ganz ehrlich, ohne Nase sieht das doch viel besser aus. Außerdem waren da nur so Homo-Nasen mit dabei. Und ich weiß, dass Homo-Mensch heißt. Das war ja keine Beleidigung entgegen Spuren. Es sind Menschennasen gewesen. Ja. Ja, genau. Überdimensional. Über. Ach, leg mich. Ihr wisst, was ich meine. Überdimensional, genau. Und die Hose, die, nee. So, und da sind wir wieder bei der Gestaltung des Avatars. So eine Hose sieht doch mal schön aus. So ganz weit hochgezogen, genau. Die Farbe nicht ändern. Sehr kacke. Ja. Was sind denn da für Scheißhosen, Alter? Vielleicht noch ein bisschen höher. So. Zieh dir was Ordentliches an, Alter. Das ist ja ein Witz.
Scheiß. Die können nicht nur so Kacke. Das sieht das ja. Warte, das sieht. Das ja noch. Nee, ja. Nee, das sieht. Das da ja noch ein bisschen aus. Ich muss ein bisschen breiter machen. Und hier.